Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Situation in Afghanistan ist beschämend für die gesamte westliche Welt. Auf dem ganzen Globus feiern Islamisten den Sieg der Taliban. Und Norbert Röttgen hat es eben erwähnt, die Bilder, die uns im Moment aus Kabul erreichen, werden uns noch Jahre oder Jahrzehnte begleiten und uns vorgehalten werden. Und wir haben jetzt hier in der ganzen Debatte sehr viel schon über die Schuldfrage debattiert. Ich möchte einen Punkt machen. An der ganzen Situation im Moment trägt die Bundeswehr keine Schuld. Die Bundeswehr hatte von der Politik einen Auftrag. Den Auftrag haben unsere Soldatinnen und Soldaten erfolgreich ausgeführt. Über 20 Jahre hinweg ging von Afghanistan keine Terrorgefahr mehr für die westliche Welt aus. Die Bundeswehr hat damit auch einer ganzen Generation von Afghaninnen und Afghanen die Chance geschenkt auf ein Leben in mehr Frieden und Sicherheit. Und auch die afghanische Armee, die die Bundeswehr ausgebildet hat, hat seit 2015 die Sicherheitsverantwortung in dem Land inne gehabt. Und in den letzten 5 Jahren ist geschafft, zwischen den Taliban und den afghanischen Streitkräften ein strategisches Pakt herzustellen und damit den Raum geschaffen, das Fenster geöffnet für eine politische Lösung. Zu dieser politischen Lösung ist es am Ende nicht gekommen. Und die Entscheidung darüber ist nicht in Europa, ist nicht in Deutschland gefällt worden. Sie ist im Wesentlichen in den USA gefällt worden. Die Bundeskanzlerin hat eben auch in ihrem Beitrag darauf hingewiesen. Und jetzt, wo der Einsatz zu Ende ist, kommt es wieder auf die Bundeswehr an. Und sie hat wieder einen Auftrag. Und sie erfüllt den Auftrag mit Bravour. Innerhalb von wenigen Tagen ist es der Bundeswehr gelungen, die größte Luftbrücke ihrer Geschichte zu installieren und zu betreiben. In Kabul hebt im Moment alle 10 Minuten ein Flugzeug ab. Über 4.000 Menschen wurden bereits gerettet. Und ich möchte unseren Soldatinnen und Soldaten für ihren gefährlichen und hervorragenden Einsatz von dieser Stelle auch im Namen meiner Fraktion danken. Und ich möchte genauso danken allen Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes, der Bundespolizei, die rund um die Uhr arbeiten, um Menschen zu retten. Und das Bittere ist, es ist eine Sisyphusarbeit. Die Liste wird immer länger, derer, die zu retten, zu evakuieren sind. Gleichzeitig wird die Zeit der Luftbrücke immer kürzer. Aber ich kann Ihnen zusagen, dass wir auch als Union dafür sorgen werden, dafür uns einsetzen werden, dass auch nach dem Ende der Luftbrücke eine Rettung weiterhin möglich sein wird. Sie wird aber deutlich schwieriger werden. Und die Entscheidung über das Ende der Luftbrücke wird wieder nicht in Deutschland und wird wieder nicht in Europa getroffen, sondern sie wird in den USA getroffen. Und deswegen ist für mich eine der offensichtlichen Lehren heute schon aus dem ganzen Afghanistan-Einsatz und insbesondere aus dem Ende des Afghanistan-Einsatzes, dass wir in Deutschland und in Europa stärker in der Lage sein müssen, unsere Sicherheitsinteressen souverän wahrzunehmen. Und zu unseren Sicherheitsinteressen gehört auch die Rettung von deutschen Staatsbürgern im Ausland und von deren Unterstützung den Ortskräften. Und es kann doch keine Dauersituation sein, dass dies nur möglich ist, wenn US-Soldaten gleichzeitig mit vor Ort sind. Und wenn wir diese Souveränität in Deutschland und in Europa erreichen wollen, dann müssen wir aber gleichzeitig die Bundeswehr dafür befähigen, diesen Einsatz durchzuführen. Und dabei wird es jetzt gleich sehr konkret. Was passiert denn im Moment gerade in dieser Stunde in Afghanistan? Unsere KSK-Soldaten, Kommando-Spezialkräfte, sind in Kabul unterwegs zu Fuß, zum Teil in Hubschraubern, in Fahrzeugen. Und sie werden während ihres Einsatzes aus der Luft beschützt von Drohnen, die uns die Amerikaner zur Verfügung stellen. Ohne diese Unterstützung aus der Luft könnten sie den Einsatz nicht durchführen. Die Bundeswehr bittet uns seit Jahren genau um diese Fähigkeit. Und lieber Herr Scholz, es sind genau diese Drohnen, deren Beschaffung Sie im Moment mit Ihrer linken SPD blockieren. Die Verträge sind verhandelt. Die Vorlage liegt im Bundesfinanzministerium. Sie brauchen nur auf Senden drücken, und wir beschließen es nächste Woche im Bundestag. Und wir würden damit unsere Bundeswehr in die Lage versetzen, zumindest in Zukunft solche Evakuierungseinsätze in größerer Souveränität auszuführen.
Aber Sie tun es nicht. Ich vermute, Sie werden jetzt meinen Appell nicht zum Anlass nehmen, uns die Vorlage zuzuleiten, weil Sie natürlich gleichzeitig mit einer Koalition mit der Linkspartei orgeln. Und meine Damen und Herren, die Linken sind die größten Heuchler in diesem Parlament. In jeder einzelnen Ausschusssitzung, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, kommen die Linken mit der Forderung auf uns zu, die Bundeswehr muss Menschen retten. In jeder Ausschusssitzung kommen sie mit Namen, mit konkreten gefährdeten Personen. Und es ist natürlich richtig, dass sie auch ihre Kontakte dorthin nutzen, um uns zu helfen, gefährdete Personen zu identifizieren. Aber gleichzeitig lehnen sie heute den Einsatz der Bundeswehr ab. Das ist heuchlerisch. Und meine Damen und Herren, ich möchte kein Deutschland erleben, in dem Sie Regierungsverantwortung haben. Ich möchte kein Deutschland erleben, in dem man darüber politisch diskutieren muss, ob man deutsche Staatsbürger im Ausland mit der Bundeswehr retten darf oder nicht. Kollege Brandl, ich habe, wie Sie sehen, die Uhr angehalten und frage Sie, ob Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Korte zulassen. Ich würde meinen Punkt zu Ende machen, dann kann er Zwischenintervention machen. So ist das nicht. Das Wort erteile immer noch ich und nicht die Redner. Also entweder Sie lassen jetzt die Frage zu, oder sonst läuft Ihre Redezeit auch demnächst ab, wie Sie sehen. Ich will meine Redezeit maximal ausnutzen. Sehr geehrter Herr Kollege, nach vielem Nachdenken danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte Sie fragen, zunächst einmal feststellen, dass meine Fraktion sich heute überwiegend enthalten wird. Es ist etwas anderes, als mit Nein zu stimmen. Zweitens, jetzt will ich mal Sie, die ganzen Schlauberger hier, mal eines fragen. Meinen Sie nicht, dass angesichts nach 20 Jahren Desaster, wo Sie, Sie und Sie jedem Einsatz, jeder Verlängerung zugestimmt haben, die Linke hat dem nicht einmal zugestimmt, wohlwissend bei dem, was da abgeht. Meinen Sie nicht, dass es dann in so einer Situation heute, die Bundeskanzlerin hatte ja so einen ganz leisen Hauch, dass man mal etwas nachdenklicher wird, meinen Sie nicht, dass es gerade für Ihre Fraktion, die dieses Desaster politisch zu verantworten hat, etwas Nachdenklichkeit an der Zeit wäre und vielleicht nicht ausgerechnet die Fraktion, die konsequent Nein zu diesem Krieg gesagt hat, hier anzupissen? Wissen Sie, wir haben heute in der ganzen Debatte sehr viel Nachdenklichkeit und Selbstkritik auch von meiner Fraktion, auch von mir persönlich erlebt. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und ehrlich gesagt schäme ich mich auch für die westliche Welt, dass wir in so eine Situation geraten sind. Aber bei den Linken müssen Sie eines natürlich sehen. Warum stimmen Sie denn heute nicht zu? Sie wollen doch den Einsatz der Bundeswehr. Sie wollen, dass Menschen gerettet werden. Sie stimmen nur aus einem einzigen Grund nicht zu, dass Sie im Wahlkampf Ihre Anti-Bundeswehr-Propaganda aufrechterhalten können, dass Sie auftreten können und sagen können, Sie haben jeden einzelnen Einsatz der Bundeswehr abgelehnt. Und um das nicht zu beflecken und um dieses Argument zu nehmen, stimmen Sie heute der Rettung von deutschen Staatsbürgern aus dem Ausland hinzu. Und ich sage Ihnen, ich gehe heute auch in meinen Wahlkreis zurück. Ich werde Wahlkampf machen. Und ich werde dafür kämpfen, dass Rot-Rot-Grün in Deutschland nicht möglich sein wird. Und ich habe es heute auch bedenklich empfunden. Die SPD, Herr Mützenich, hat zumindest das Verhalten der Grünen, mindestens das Verhalten der Linken kritisiert. Aber von Frau Baerbock ist heute in dieser ganzen Debatte kein einziger Satz zum Verhalten der Linken gekommen. Und wenn man in Deutschland mit der Option spielt, mit den Linken eine Regierung zu bilden, da muss man auch Regierungsverantwortung ernst nehmen. Und ernst nehmen würde heute heißen, zuzustimmen. Und ich bedanke mich bei allen, die heute Regierungsverantwortung ernst nehmen und diesem Mandat zustimmen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Simtje Möller für die SPD-Fraktion.